Hey, hey, ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Ladies Drive Bargesprächen digital zum Thema GPT versus ChatGPT. Ich hoffe, ihr seid alle in Persona da und habt nicht irgendeinen Avatar geschickt. Mal gucken. Hello, hello, Richtung Wiesbaden, Richtung Richterswil. Ihr wisst schon, wie das geht bei mir. Aus Basel hat jemand sich zugeschaltet, die Jasmin, und ich aus dem Appenzell Lutzenberg Downtown. Ja, so schaut das aus bei mir im Appenzell. Auch nicht so übel, oder? Und dann sehe ich schon aus dem Fusi vom Rigi, Luzern, oh Gott, Oberengstringen, Schaffhuse. Na, wie schön seid ihr alle da und guten Abend nach Basel zurück und nach Bern und in den Thurgau, Interlaken, Hammer, Unterengstringen, Wollerau. Na, von überall seid ihr da. Wie schön ist das denn zu sehen? Weil da geht ja die Post ab. Wir haben den Frédéric aus Frankreich. Bonsoir Frédéric, bienvenue. So schön. Und Stuttgart haben wir auch dabei. Wie wundervoll. Also so richtig international heute. Ich möchte ganz, ganz kurz noch, bevor wir loslegen, etwas von euch wissen. Wer hat denn von euch schon mal ChatGPT benutzt? Schickt mir ein Herz in den Chat. Falls ihr das noch nie benutzt habt, schickt mir einen Daumen runter in den Chat. Also ein Herzchen für alle die, die den ChatGPT schon mal bemüht haben zum Flirten oder wirklich tatsächlich zur Wissensvermittlung. Man weiß ja nie so genau, wozu das Ding da ist. Das werden wir heute rausfinden. Oder einen Daumen runter, wenn ihr ChatGPT noch nie benutzt habt. Also ich sehe so viele Herzchen, die mir da entgegenfliegen. Und doch auch ein paar Daumen runter. Also ich sehe schon, das wird richtig spannend heute. Nochmal herzlich willkommen. Bargespräche von Ladies Drive digital zum Thema ChatGPT versus GPT. Ja, wenn ihr gedacht habt, wo wir das ausgeschrieben haben, das ist ein Hiccup oder da ist irgendwas falsch. Und dann habt ihr rausgefunden, nein, doch nicht. Ja, dann herzlich willkommen, dann seid ihr genau richtig. Also wir wollen euch mehr über Generative Pre-Trained Transformers, GPTs erzählen. Ich habe es auch gerade ablesen müssen, ehrlich gesagt. Aber für irgendetwas haben wir ja eine Expertin in der Runde. Und zwar die ganz, ganz wunderbare Sophie Hundertmark. Over to you, liebe Sophie. Okay, ja, dann würde ich sagen, also... auch wenn die Sandra mich nicht hört, herzlich willkommen und war eine mega coole Anmoderation, macht echt Spaß drauf. Ich glaube, sie hat die wichtigste Stadt nicht erwähnt. Braunschweig habe ich da gelesen. Das ist meine Heimatstadt. Ich bin dort aufgewachsen, bin dann allerdings weggezogen und bin jetzt zwischen Zürich und dem Tessin, Minusio. Ich habe nämlich auch Locarno im Chat gesehen. Zürich habe ich sowieso auch gesehen. Heute Abend bin ich in Zürich und freue mich drauf, euch jetzt etwas zu erzählen. Ich muss dazu sagen, ich habe 2 Wochen fast gar nicht geredet, weil meine Stimme echt weg war. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich hoffe jetzt, heute Abend hält es durch. Also ich habe jetzt langsam wieder angefangen zu reden. Aber ich starte mal mit der Freigabe meines Bildschirms. Und ihr müsstet jetzt eigentlich meine Slides sehen. Wenn ich jetzt keine Fehlermeldung von euch bekomme, dann gehe ich davon aus, dass ich sie sehe. Okay, ganz viele Daumen hoch, das ist super. Genau. Ja, ChatGPT ist eigentlich erst der Anfang. Was gibt's sonst noch? Ich würde das aber gerne noch mal ganz kurz einordnen. Vielleicht einfach für euch. Mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich am Anfang euch ein paar Fakten zeige. Generative AI, ChatGPT und die ganzen Themen. Dann werde ich konkreter auf ChatGPT eingehen und was es mit diesem GPT Assistant eigentlich auf sich hat. Dann komme ich auf das Thema Generative AI insgesamt und werde euch da einige Use Cases zeigen und dann noch vielleicht einen minimalen Ausblick, wo es hingehen kann. Das jetzt so für die nächsten 30 Minuten. Genau, und vielleicht zunächst mal dieser Zeitstrahl. Ich habe gerade vorhin noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der mich auch nochmal darauf hingewiesen hat und ich dann schon gesagt habe, ja, ich weiß. Moment. Ich lese gerade nur ganz kurz im Chat. Ja, die Slides bekommt ihr am Ende, keine Sorge. Gut, genau, super. Ja, zum Thema ChatGPT oder Generative AI. Viele denken immer so, wow, krass, das hat jetzt unsere ganze Welt verändert oder die Welt geht jetzt unter, vielleicht löst es auch alle Probleme. Ich glaube, was wirklich interessant dabei ist, dass das nicht ganz so was Neues ist. Was wirklich Neues an der ganzen Aktion ist, dass wir ChatGPT beziehungsweise die Generative KI alle nutzen können. Weil ChatGPT ist gratis für uns alle. Ich will hier nicht großartig Werbung machen, aber man kann die Basisversion, können alle von uns gratis nutzen. Und das ist seit langem eigentlich so das erste Mal, dass so nahezu jeder mit künstlicher Intelligenz sehr einfach in Kontakt treten kann. An dieser Stelle nehme ich immer gerne meine Mutter.
Bis vor kurzem konnte sie eigentlich nur WhatsApp als einzige App. Und mittlerweile kann sie auch ChatGPT bedienen, ja? Also es ist so einfach, das kann wirklich jeder. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Besondere. Aber wenn wir diesen Zeitstrahl sehen, es ist nicht komplett neu. Das bedeutet auf die eine Art, okay, es ist nicht so mega die krasse Innovation, wie wir es vielleicht gedacht haben. Auf die andere Art aber auch, es ist auch eine erprobte Technologie, die auch nicht mehr ganz so neu ist, dass sie schon wieder zum Scheitern verurteilt ist. Da vielleicht so ein bisschen dazu. Ich habe im letzten Jahr oder beziehungsweise Anfang des Jahres einen Trendreport erstellt und habe da mal so ein bisschen die Unternehmen gefragt, wie sie eigentlich so mit ChatGPT umgehen und das nutzen. Und wir sehen ganz klar, obwohl die ganze Technologie noch nicht mal, also ChatGPT noch nicht mal 1,5 Jahre sozusagen verfügbar ist, beschäftigt es eigentlich die ganze Dachregion. Und das ist vielmals sogar schon ein strategisches Thema. Bis hin zu, dass es schon Guidelines in den meisten Unternehmen gibt, wie man ChatGPT oder Generative AI nutzen darf. Oder diese Guidelines sind zunächst in Planung. Und dann sehen wir aber auch, es gibt immer mehr Schulungen rund um das Thema. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Wir kannten das vielleicht so ein bisschen von digitaler Transformation. Alle Mitarbeiter bekommen einen Laptop, plötzlich bekommen alle einen Teams-Zugang und jetzt sind wir digital transformiert. Sind wir halt nicht. Es geht schon immer noch darum, wie kann ich es nutzen? Es geht nicht nur darum, wie kann ich es nutzen, sondern auch für was kann ich es nutzen? Deshalb sind Schulungen zum Teil auch noch angebracht. Es wird dann auch immer darum gesprochen, hey, es gibt jetzt Budgeteinsparungen, Umverteilung der Aufgaben. Das ist sicherlich ein Thema, was kommen wird, aber aktuell noch nicht, nicht der Fall ist. Ja, und insgesamt ein bisschen die allgemeinen Trends dieses Reports sind sicherlich mal die Generative AI, die ist mittlerweile überall verfügbar und wird sicherlich ein wichtiges Werkzeug sein. Werkzeuge kann man ja für Positives und Negatives nutzen. Das kann man auch bei Generative AI. Das überlasse ich euch, wie ihr es denn genau nutzen wollt. Ich würde mal grundsätzlich sagen, wird das vielmals für einfache Aufgaben eingesetzt. Ich zeige auch dazu ein paar Beispiele, um unsere Arbeit insgesamt effizienter zu gestalten. Aber es bringt eben nicht, das einfach nur hinzusetzen als Tool. Wir müssen auch unsere Mitarbeiter schulen. Die Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. Und nur wenn wir lernen, wie wir damit umgehen können, können wir es auch eben sinnvoll einsetzen. Und gleichzeitig müssen wir auch unsere eigene Arbeit weiterhin die richtige Balance haben und darauf achten, dass wir die auch noch weiter wertschätzen. Und schlussendlich, ich finde da zwei ganz coole Beispiele. Ich glaube, Google, das kennt jetzt ja wirklich jeder und jeder nutzt irgendwie das Wort googeln, was auch immer. ChatGPT oder ähnliche Tools werden irgendwann genauso ähnlich werden. Und das Gleiche, wenn wir einen Schritt weitergehen Richtung Chat und Voicebots, das ist die Region, wo ich eigentlich mehr herkomme, also technologisch gesehen, das wird mit den neuesten AI-Technologien so normal wie eine klassische Telefon-Hotline oder Webseite. Ich weiß noch, als die ersten Webseiten kamen, dann hat man irgendwie gefragt, habt ihr eine Webseite oder kann ich das auf einer Webseite nachlesen? Die Frage stellt man heute gar nicht mehr. Und genauso wird man auch nicht mehr fragen, hast du einen Chat oder einen Voice-Button? Man wird das Unternehmen anrufen und die künstliche Intelligenz kann rund um die Uhr antworten. Bei komplexeren Fragen wird der Mitarbeiter einspringen. Das ist so ein bisschen das, was bei dem Trend rausgekommen ist. Hier sind noch ein paar amerikanische Zahlen, die sind mehrheitlich aus Amerika von verschiedensten Studien zusammengefasst. Auch hier geht es stark darum, hey, es wird uns beeinflussen, es wird auch sicherlich mehr Automatisierung geben, was natürlich dazu führt, dass gewisse Arbeitsplätze wegautomatisiert werden. Aber dazu kommen natürlich auch andere hinzu. Ich zeige verschiedenste QR-Codes immer mit verschiedensten Download-Möglichkeiten. Das hier ist die erste Möglichkeit, diesen Report runterzuladen. Mithilfe dieses QR-Codes. Wie gesagt, ihr könnt auch clever sein, am Ende alle Slides runterladen, dann kriegt ihr alle QR-Codes auf einmal. Aber falls ihr mal das Handy dran halten wollt, könnt ihr das auch gerne tun und dann könnt ihr da den Report runterladen. Jetzt komme ich konkreter auf ChatGPT ein. Die meisten von euch haben es schon mal genutzt, noch nicht alle. Deshalb werde ich nochmal kurz diesen Blumenstrauß erklären. Das sind so die häufigsten Funktionen von ChatGPT. Und ich finde, also dieses Thema Programme schreiben, sicherlich spannend, ganz oben rechts. Ich habe Studenten gehabt, die ein ganzes Computerspiel mit ChatGPT geschrieben haben oder eigentlich ausschließlich ChatGPT für das Computerspiel genutzt haben. Finde ich spannend, Hut ab. Denke, ist jetzt aber nicht der häufigste Case, weswegen wir ChatGPT nutzen. Ich sehe es eher unten links, Writing Assistance oder Übersetzungen. Das heißt, mit ChatGPT können wir uns Texte generieren lassen oder auch Texte umschreiben lassen. Was ich häufig mache, ich habe irgendwie einen Text und finde so, ja, okay, der Inhalt
Das ist gut, aber das klingt jetzt nicht wirklich nett zu lesen. Dann gebe ich das in ChatGPT und sage, ChatGPT, schreibt das formeller oder schreibt das lustiger. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der sagt, ja, wenn ich mich so richtig aufrege, dann schreibe ich immer so böse Mails. Diese böse Mails schicke ich dann aber nicht ab, sondern sage zunächst zu ChatGPT, schreibt diese böse Mail freundlicher und dann schicke ich sie ab. Also da kann man es sehr gut nutzen. Oder auch eben Übersetzungen sehr häufig, dass man einfach sagt, hey, übersetzt mir diesen Text in jede beliebige Sprache und das Tool kann das. Das vielleicht so ein bisschen dazu. Hier so ein Beispiel, was ich zum Teil mache, ist, dass ich auch sage, hey, du betreust jetzt irgendwie einen LinkedIn-Kanal, schreib mir mal den LinkedIn-Post. Und dann gebe ich einem aber auch sehr genau vor, was er eigentlich tun soll. Und das ist eigentlich bei ChatGPT auch wieder so ein bisschen das Besondere. Wir müssen dem Tool natürlich auch genau sagen, wie es arbeiten soll. Da gebe ich euch gleich noch ein paar Tipps zu. Wird gerne erst noch hier kurz weiterkommen. Was nämlich wichtig ist, wenn wir sowas nutzen, also wenn wir die KI einsetzen für zum Beispiel einen LinkedIn-Post, dass wir das auch kennzeichnen. Also ich sage dann meistens, wenn ich den LinkedIn-Post mit ChatGPT generiert habe, hey, der Prompt, also die Anweisung, die ich ChatGPT gegeben habe, die war von mir. Das Ergebnis hat ChatGPT gemacht, sodass man dann auch wirklich differenzieren kann, wer hat was gemacht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass wir immer kennzeichnen, wann haben wir die KI gehabt, wann haben wir den Menschen gehabt. Ja, und ich aktuell sehr starkes Potenzial sehe bei ChatGPT ist dieser GPT Store. Da hat jeder selber die Möglichkeit, sich einen eigenen Assistant zu bauen, also sozusagen sein eigenes ChatGPT und das für verschiedenste spezifische Anwendungsfälle. Ihr seht das Video hier, ich spiele das nebenbei ab und sage so ein bisschen was dazu. Ich sage einfach, hey ChatGPT, jetzt möchte ich einen Assistant erstellen und dann überlege ich mir eben genau das Thema und dann kann ich ganz genau definieren, wie dieser Assistant reagieren soll und was er machen soll. Und danach habe ich die Option, dass ich ihn entweder in diesen offiziellen GPT Store tue, da ist, kann man nichts kaufen, das heißt zwar Store, aber bislang kann man da nichts kaufen, aber es können ihn dann alle nutzen, weil ich vielleicht sage, das ist ein GPT, der für alle relevant ist. Oder ich sage, hey, den will ich nur alleine nutzen oder nur in meinem Team. Also ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, was ich dann damit mache. Klingt jetzt für die, die es noch nie genutzt haben, ein bisschen abstrakt. Ich gebe euch Beispiele. Ich habe neben dem ganzen KI-Thema einen Verein gegen Greenwashing gegründet. Das heißt, wir beschäftigen uns stark mit dem Thema Greenwashing. Wir sind auch mit der Politik im engen Austausch. Wir kennen natürlich die EU-Richtlinien und alles weitere. Und wir haben jetzt gesagt, hey, großes Problem für Privatmenschen, aber auch Unternehmen ist, Greenwashing überhaupt zu erkennen. Also haben wir so einen Assistant gebaut, dem wir gesagt haben, hey, das Einzige, was du machst, ist Greenwashing in Werbung erkennen. Ist dein Wissen und da haben wir eben ganz viele Richtlinien gegeben. Und du verhältst dich stets freundlich und so weiter, noch so ein paar Zusätze. Und jetzt haben wir den natürlich allen zur Verfügung gestellt in diesem GPT Store, weil wir gesagt haben, hey, das ist eine Möglichkeit, wie Leute herausfinden können, ob da Greenwashing ist. Ist doch eine super Sache. Die Umsetzung hat uns circa eine Stunde gedauert. Also es ist Wahnsinn, wie schnell man damit Sachen machen kann. Ein anderes Beispiel, ihr kennt vielleicht alle Miro. Das ist diese Online-Whiteboard, das man häufig für Workshops nutzt. Da gibt es einen anderen GPT, da kann ich sagen, hey, erstell mir ein Diagramm zu einem gewissen Thema. Das Programm oder der GPT Assistant erstellt mir das Diagramm. Und dann finde ich es ganz spannend, wenn ich dann sage, hey, ich will das bearbeiten, dann lande ich direkt in Miro drinne. So, und da habe ich als Nutzer vielleicht was von, aber wer auch wirklich was davon hat, ist Miro, weil Miro kriegt hier automatisch neue Leads. Also sehr spannend, wie das auch Unternehmen wirklich einsetzen können, um Leads zu generieren. Ja, es gibt beides, auf Nutzerseite, aber auch auf Unternehmensseite. Zum Beispiel, was ich gemacht habe, so zum Thema Blogbeiträge schreiben, habe ich einen gemacht, der führt mich dann immer so durch den Blogschreibeprozess und generiert mir am Ende des Tages einen ganzen Blogbeitrag. Ich mache das natürlich. Also ja, ich schreibe die meisten deiner Blogbeiträge noch selber, aber ich muss sagen, ich fand es mal ganz spannend, das mal so umzusetzen. Wenn es in Ordnung ist, würde ich auf die Fragen im Chat später einkommen und jetzt erstmal hier noch ein bisschen was erzählen und dann die Fragen später beantworten. Ich hoffe, das ist okay. Genau, was man auch machen kann, Sophie's Assistant, den könnt ihr auch finden, der beantwortet einfach Fragen rund um mich, rund um meine Angebote, so à la Customer Service, kann ich da auch ganz einfach ein GPT erstellen. Und ja, zusammengefasst habe ich mal so ein bisschen, hey, man kann es eben nutzen für besondere Arten der Content-Erstellung oder zur E-Mail-Bearbeitung. Man kann es eben auch nutzen, um gewisse Daten automatisiert zu analysieren für maßgeschneiderte Lerninhalte. Ich kann ihm auch sagen, hey, du bist für meine Mitarbeiter zuständig, das ist dein Wissen und du sollst sie zu diesen Themen schulen. Eben für Social-Media-Beiträge,
Erstellung von Präsentationen, aber eben auch als Teil der Umsatz- oder Content-Strategie, wenn man das so Richtung Miro nutzt, kann man damit eben wirklich auch Leads generieren. Genau, jetzt zum Thema Abos und Teams. Also ich glaube, wenn du musst mal schauen, welches Abo für Teams am besten wäre. Es gibt so ganze Teamlizenzen. Es kommt hier natürlich darauf an, wie groß euer Team ist. Aber das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Und ja, ihr habt das richtig gemerkt. Die nächste Frage ist, mit welcher Version kann man Diagramme und so weiter erstellen? Diese ganzen GPT Assistants kann man alle nur mit der Plus-Version von ChatGPT nutzen, also sprich mit der bezahlten Option. Ja, jetzt habe ich ein paar grüne Slides, die habe ich bewusst grün gemacht, weil das sind die ganz dicken Takeaways, die ihr mitnehmen könnt. Und zwar habe ich ja schon gesagt, diese Prompts. Für viele ist das vielleicht ein bisschen Wiederholung, aber für die, die es noch nie gehört haben, möchte ich es kurz sagen. Prompts sind eigentlich die Anweisungen, die wir ChatGPT geben. Also alles, was wir sagen, hey, mach dies, mach jenes, das sind Prompts. Und das kennen wir selber. Wenn wir zwischen zwei Menschen, wenn ich ja zum Beispiel in der Mittagspause einer Kollegin sage, bring mir was zu essen mit, dann bringt sie mir irgendwas mit. Wenn ich jetzt aber Vegetarier bin, kann es trotzdem sein, dass sie mir eine Salami-Pizza mitbringt, weil ich ja nicht gesagt habe, bring mir was Vegetarisches zum Essen mit. Das heißt, je genauer wir die Anweisung geben, desto besser ist auch das Ergebnis. Und das haben wir auch bei ChatGPT. Und deswegen ist es wichtig, dass häufig ist nicht ChatGPT das Problem oder das, was einen Fehler gemacht hat, sondern es sind auch wir, die zu unspezifisch waren. Also seid so spezifisch wie möglich. Nehmt unterschiedliche Schritte, also sagt ihm auch Step by Step, was ihr machen sollt, oder verbessert auch die Fragen. Diese Übersicht finde ich ziemlich sinnvoll. Ich fange meist so an, dass ich einfach sage, hey, ChatGPT, du bist jetzt in der Rolle eines Marketing-Experten oder jetzt befindest du dich gerade in der Rolle eines Social Media Managers. Deine Aufgabe ist es, einen LinkedIn-Post zu kreieren. Der LinkedIn-Post soll in erster Linie Reichweite generieren. Vielleicht gar nicht Conversions, sondern Reichweite. Und es ist ganz wichtig, dass du dabei die Werte unseres Unternehmens definierst und dann vielleicht noch Format, Feintuning. Also das Wichtigste, und das ist auch das Feedback, was ich nach dieser Slide immer bekomme, ist diese Persona zu definieren. Sagen, in welcher Rolle er gerade ist und ja, was für eine Person er ist. Weil es ist ein Unterschied, ob es ein Primarschullehrer ist oder ein Marketingleiter. Und ich glaube, das sind so die Steps, die ihr mitnehmen könnt. Die braucht ihr, wenn ihr so einen eigenen GPT-Assistant erstellt. Die braucht ihr aber auch, wenn ihr mit ChatGPT redet, wenn ihr mit Gemini von Google redet oder sonstigen anderen Tools. Und was man dann natürlich immer noch machen muss, egal wie gut der Prompt war, schaut mal, was eigentlich die Antwort ist und nehmt die nicht Copy-Paste rüber. Das habe ich bei Amazon gefunden. Da haben Leute irgendwie was mit ChatGPT generiert und wie man hier sieht, das war nicht so ganz richtig. Die haben dann einfach Copy-Paste die Liste genommen und bei Amazon hochgeladen und das sind dann die Produktbeschreibungen geworden. Man sieht absoluter Mist. Also ihr müsst das Ergebnis schon noch prüfen. Und darf auch nicht vergessen, ChatGPT basiert auf vorhandenen Daten, es basiert auf Trainingsdaten. Und es kann eigentlich nur das generieren, was es irgendwie schon kennt. Das war das Beispiel von meinem Freund und mir während der Ferien. Wir sind in Pisa gewesen mit dem Wohnmobil und dann hat mein Freund gesagt, hey, das wäre doch voll witzig, jetzt so als Ferienerinnerung, wie so unser Wohnmobil den Pisa-Turm hochfährt und das als Bild. Er hat das 3 Stunden mit ChatGPT probiert und hat dann aufgehört. Und ich habe dann überlegt, okay, es gibt wahrscheinlich kein Bild, wo ChatGPT, wo ein Wohnmobil da hochfährt. Also kann sich ChatGPT das auch nicht vorstellen. Wenn ich jetzt aber sage, hey, da ist eine Katze, die klettert den Baum hoch, da gibt es genug Bildchen von, Katzenbilder sind ja sowieso immer sehr beliebt. Und übertrag das jetzt auf das Wohnmobil, dann funktioniert das. Und das sind auch so kleine Tricks, verschiedenste Tricks, die man anwenden kann oder sollte, wenn man eben diese Generative AI Tools nutzt. Genau. Auch das könnt ihr runterladen. Da habe ich auch eine Anleitung zu. Findet ihr hinter diesem QR-Code. Und an dieser Stelle mache ich meine Werbeunterbrechung. Ich bin noch nicht fertig, es ist auch ganz, ganz kurz, aber bin schon ein bisschen stolz drauf, dass ich mit meinem Mentor von meiner Doktorarbeit gerade ein Buch veröffentlicht habe. Es geht um Kundendialogmanagement. Für die, die das Thema Kundendialoge tiefer interessiert, wäre das hier der passende QR-Code. Und für die, die mir noch auch mit gesunder Stimme zuhören wollen und vielleicht eher interessiert sind an Use Cases zum Thema künstliche Intelligenz. Ich habe einen Podcast, da kommt alles 2 Wochen eine neue Podcast-Folge raus und die findet ihr hinter diesem QR-Code oder auch auf meiner Webseite oder eben auch auf allen Podcast-Tools. Genau, das dazu. Ich glaube, das ist schon die letzte Werbeslide. Und zwar, ich selber, ich bin echt kein Newsletter-Fan. Ich lese die alle nicht.
Dann habe ich gesagt, okay, ich verschicke auch keinen. Ich bin aber großer WhatsApp-Fan. Also sowieso, wenn ihr noch heute eine Frage an mich habt, am liebsten schreibt mir auf WhatsApp. Das geht am schnellsten. Aber ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe zum Thema künstliche Intelligenz. Da dürft ihr gerne eintreten. Und dann poste ich da regelmäßig irgendwelche Updates. Immer nur ich, die postet, nicht andere. Genau, das so dazu. Und somit sind wir jetzt auch fertig. Es ging, glaube ich, schneller als bei RTL oder Sat.1. Und ich würde noch ein paar Use Cases zeigen, wo künstliche Intelligenz sozusagen in Aktion ist. Einer meiner wirklich absoluten Lieblingscases, und zwar ist das Unite, das ist eine Handelsplattform in Deutschland. Ich weiß nicht, ich kannte es vorher echt nicht, weil es ein absolutes B2B-Unternehmen ist, aber sie haben dennoch ca. 80.000 Kundenkontakte pro Monat. Sie haben sehr viel, ja, sehr unterschiedliche Anfragen und ja, gerade da es B2B ist, die Kunden wünschen wirklich ein hohes Service-Level und schnelle Antworten. Was neu ist, da kommt eine Antwort bei dem Kundenservice-Mitarbeiter rein. Und das Erste, was die KI macht, ist, diese Kundenanfrage in Stichpunkten zusammenfassen. Das erleichtert es dem Mitarbeiter, er muss nicht mehr die ganze E-Mail lesen, er muss auch nicht die ganze Historie dazu lesen, er kriegt einfach eine Zusammenfassung. Das ist das Erste, was die AI macht. Dann nimmt die AI die vorherigen E-Mails oder alle E-Mails, alle Daten, auf die sie beruft und sagt, hey, normalerweise wurde jetzt das vorgeschlagen. Also wenn sich zum Beispiel jemand beschwert, normalerweise gibt es jetzt einen Gutschein. Also die AI schlägt die Next Best Action vor, genauer gesagt. Und dann geht's weiter. Dann kann der Berater sagen, finde ich super, nehmen wir so. Oder er sagt, nee, diese Next Best Action gefällt mir nicht, ich passe das an. Er passt also den Prompt, also die Anweisung an. Dann generiert die AI die fertige E-Mail-Antwort. Und dann, und das ist schon noch wichtig, muss der Berater das schon noch abschicken. Also der Berater muss dann selber das Knöpfchen drücken, ja, will ich. Er kann an dieser Stelle nochmal sagen, ich will das alles löschen, nochmal schreiben. Ist auch insofern wieder wichtig zum Thema, wenn das Tool mal was macht, was man nicht will. Aber genau, so funktioniert das. Und ja klar, wir haben hier, also ich finde auch die Headline, die hat Unite sich selber überlegt, so viel Mensch wie nötig, so viel Automatisierung wie möglich. Sehr schön ist eben dieses Zusammenspiel. Und somit haben wir natürlich auf irgendeine Art auch wieder mehr Zeit für wirklich individuelle Gespräche, weil ja die E-Mails schneller beantwortet werden. Und wir haben auch, das kann man auch eigentlich sagen, eine konstante Qualität, weil die AI grundsätzlich auf den gleichen Daten immer beruht und nicht großartig Fehler oder Ausreißer passieren können. Sorry, jetzt bin ich hier zu weit, mache ich mal kurz zurück. Genau, es gibt was Ähnliches, das habe ich sogar im Einsatz, das ist von Alpine AI, Schweizer Startup. Da kann man im Outlook sich ein Plugin installieren, was allerdings aktuell nur in der Beta-Version ist. Und das generiert einem dann auch direkt die Antworten. Also das habe ich dann sogar als, ich würde es jetzt in diesem Falle B2C-Kunde bezeichnen, ich als normaler Mensch kann das auch direkt in meinem Outlook integrieren. Und das ist jetzt eben nicht so klassischer Customer Service Case. Aber eben auch da habe ich schon diese Ansätze. Genau, dann, ich habe noch einen weiteren Podcast. Da sage ich aber ganz klar, das ist der Podcast von meinem AI Assistant. Das ist nämlich ein Podcast komplett von einer AI erstellt. Es fängt immer so an. Ich nehme eine URL, ich nehme eigentlich immer einen Blogbeitrag von mir. Ich gebe den in dieses Tool rein und das Tool macht auf Basis von meinem Blogbeitrag ein ganzes Podcast-Skript. Da kann ich noch sagen, ob es eher Dialogform sein soll, eher formell, eher spaßig. Dann könnte ich das anpassen. Ich bin hier bewusst immer so faul, dass ich da komme, das ist von der AI, da will ich gar nicht eingreifen. Die AI macht das. Und dann sage ich einmal nur Podcast-Episode erstellen und der Podcast ist erstellt. Wahnsinnig schnell. Muss man hier natürlich aufpassen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt pro Tag 100 Podcast-Folgen erstelle. Möglich wäre es, weil es sind wirklich nur ein paar Knöpfchen drücke. Ihr hättet wahrscheinlich nicht die Zeit, am Tag 100 Podcasts zu hören. Aber für so gewisse Anwendungen finde ich es sehr interessant, wie man hier die AI nutzen kann. Genau. Dann auch nochmal von Alpine AI, dem Schweizer Startup. Die Grundidee von denen war eigentlich, ChatGPT, das muss ich dazu sagen, für die, die es nicht wissen, alle Daten gehen nach Amerika und das, was ich da eingebe, ist jetzt nicht so wirklich persönlich geschützt. Das heißt, wenn ich persönliche Daten in das Tool eingebe, muss ich damit leben, dass OpenAI, das Unternehmen, was dahinter steckt, die irgendwie mitlesen kann. Weiß jetzt nicht, ob sie all meine Nachrichten wirklich wortwörtlich mitlesen, aber tendenziell können sie das. Was natürlich im Unternehmenskontext nicht immer sinnvoll ist. Und da gibt es aber auch schon sichere Lösungen. SwissGPT wäre eine Option, die dann eben die Daten anonymisieren und anonymisiert weiterverarbeiten. Also auch da, es gilt in Richtung Datenschutz schon einiges, was getan wird. Ganz Kleinigkeit, die ich aber mache. Ich habe das ja angetönt, ich bin zwischen Zürich und Tessin. Deutsch kann ich, Italienisch bin ich noch am Lernen. Gibt es so eine App, die heißt Univerbal, kostet, glaube ich, 120 Franken im Jahr.
Da habe ich einfach den Chat Assistant auf meiner Sprache und ich kann mir immer überlegen, über welches Thema möchte ich heute reden und in welcher Sprache. Wie gesagt, ich nehme jetzt immer Italienisch. Der verbessert mich, der chattet aber mit mir rund um die Uhr für 120 Franken im Jahr. Und ich finde es für mich wahnsinnig genial. Es ist kostengünstig, ich bin super zeitunabhängig. Ich muss nicht irgendwie eine Stunde Language Lesson buchen. Ich kann einfach mit dem chatten. Und ich finde es hier wie im wirklich so Thema Sprachen dann auch komplett neu gedacht auf eine andere Art und Weise. Genau, ein anderes Beispiel, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben eine Newsletter-Sequenz gemacht. Das ist jetzt eigentlich schon die gesamte Sequenz, wo das Newsletter-Tool Schritt für Schritt dazugelernt hat. Und zwar, konkret meine ich, wir schicken den ersten Newsletter raus, der Kunde klickt auf die E-Mail oder auf den Button mit diesen Farben und wir lernen, ah, okay, der Kunde, der mag gerne Orange. Dann schicken wir ihm den nächsten Newsletter bewusst in Orange, ja? Dann geht's weiter. Dabei klickt er dann auf irgendein Outdoor-Produkt. Und dabei lernen wir, oh, dieser Kunde ist Outdoor-Fan und schicken ihm weitere Outdoor-Produkte. Also wir lernen Schritt für Schritt den Kunden kennen. Im Hintergrund sieht das ungefähr so aus. Die AI kriegt die ganzen Daten. Und auf Basis ihrer Trainingsdaten lernt sie dann, okay, Kunden, die sich so verhalten haben, die das und das und das geklickt haben, die wollen diesen Kinderwagen haben. Und dann können wir ihnen das vorschlagen. Das kann dieser Kinderwagen sein, das kann aber natürlich auch ein anderes Event sein oder ähnliches. Das kann auch in anderen Industrien eingesetzt werden. Aber hier hat die KI Schritt für Schritt mitgelernt. Ganz einfaches Beispiel. Eine gute Freundin ist Immobilienmaklerin, die hat eine Wohnung, die ist komplett leer. Und sie sagt, hey, wenn ich die so leer fotografiere, die will keiner kaufen, ne? Weil ja, keiner kann sich vorstellen, wie geil die eigentlich ist. Auf den leeren Bildern sieht die langweilig aus. Haben wir so ein AI-Tool genommen, das heißt Home Design AI, und haben die Wohnung mal eingerichtet. So. Ich finde es auch nicht wirklich Verarschung im Gegensatz. Also, weil ich meine, der Grundriss in dieser Immobilienanzeige ist immer noch der gleiche. Die Einrichtung ist irgendwie gefaked. Aber wenn man sich die Wohnung anschaut, sieht man wieder, okay, sie ist leer, sie ist aber gut erhalten und so weiter. Also ganz spannend, wie man da mit sehr einfachen Tools, die einfach im Internet schon sind, doch große Mehrwerte erzielen kann. Muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Konstrukt finde ich auch ganz spannend. Habe ich während der Ferien ausprobiert. Finde das immer schon so spannend, das ganze Thema App programmieren, aber ich habe mich nie so in die Programmiersprache reingedacht. Bei Konstrukt kann ich über natürliche Sprache, ich gebe einfach Text ein, was ich für eine App haben will, und dann generiert das Programm mir eine App. Ich muss natürlich sehr genau die Anweisung machen, aber dann kriege ich meine eigene App. Ja, und letztes Thema, wo ich gerne noch drauf eingehen würde, ist das Thema Conversational Automation. Das ist nämlich eigentlich das ganze Chat- und Voiceboard-Thema. Und das wurde die letzten Jahre immer so ein bisschen unterschätzt. Man hat immer so gefunden, ah, die Chatbots, sie können ja eh nichts. Jetzt mit der Generative AI sind sie doch ein sehr unterschätzter Trend, wie eigentlich auf dieser Trendradar nochmal sehr schön verdeutlicht. Die ganzen letzten Jahre wurde gesagt, das kann nichts. Und jetzt hat es doch eine sehr hohe Kundenakzeptanz. Hohe Kundenakzeptanz bei Helvetia habe ich ein Projekt gemacht. Da haben wir der Clara, das ist der Chatbot von Helvetia, haben wir mit dem Sprachmodell von OpenAI, also mit ChatGPT, verbunden. Wir haben gesagt, liebe Clara, du hast einfach das Wissen von der ganzen Helvetia-Webseite. Das ist dein Wissen, mehr nicht. Du weißt nicht Wissen wie ChatGPT, nur das Wissen von der Helvetia-Webseite. Aber du kommunizierst wie ChatGPT, du hast das gleiche Sprachmodell. Und rausgekommen ist, nach einem Monat, ein sehr, sehr guter Chatbot. Sicherlich noch Kinderkrankheiten, klar, es war nur ein Monat am Anfang. Aber der wirklich komplexe Fälle beantworten konnte. Dieses Problem mit dem E-Bike ist mir passiert, leider sogar im Tessin, ist mir das Display von meinem E-Bike geklaut worden. Weiß nicht, wer E-Bike fährt oder nicht. Also das Problem ist, wenn man das Display verliert, dann kann man das nicht mehr fahren. Das ist super ärgerlich. Ich habe diesen besonderen Case dann mal der Clara bestellt und sie wusste eigentlich sofort, was Sache ist. Bei der AXA, meine Versicherung, habe ich 5 Tage gebraucht, um rauszufinden, dass es selbst bald ist. War jetzt auch nicht so genial, dass es selbst bald ist. Aber was vor allen Dingen nicht genial war, dass ich 5 Tage dafür gebraucht habe, sicherlich ein paar AXA-Mitarbeiter beschäftigt habe und ich selber ja auch beschäftigt war, wenn der Chatbot das wirklich in kürzester Zeit tun konnte. Bei Clara hat es wirklich dazu geführt, dass jetzt schon weniger Leute bei der Helvetia-Versicherung anrufen, weil sie gemerkt haben, der Chatbot, der kann was. Hier habe ich euch noch ein Video mitgebracht, das ist der Jumbo-Bot. Bei Jumbo ist das, ich sag mal, das Problem der Online-Baumarkt für unsere deutschen Kollegen, also so wie Bauhaus, Hornbach, geht in die Richtung. Wenn Leute also gerade so Hobbyhandwerker im Online-Shop sind, dann sind sie oft überfordert. Sie wissen nicht, was sie kaufen sollen. Es gibt zu viele Projektprodukte, zu wenig Wissen. Entweder kaufen sie dann gar nichts
Oder sie kaufen das Falsche. Wie auch immer, meistens ist der Online-Shop eigentlich dran schuld. Entweder hat er das doof beschrieben oder ja, hat er das Falsche geschickt, obwohl ich eigentlich das Falsche bestellt habe. Dieser Chatbot hat jetzt schon die Warenkörbe um 30% gesteigert, weil die Leute fühlen sich richtig beraten und sie werden auch richtig beraten. Und das führt natürlich zu einer Kundenzufriedenheit, aber auch zu einer Steigerung der Sales-Zahlen. Also sehr spannend, wie man hier auch im E-Commerce den Bot eingesetzt hat. Und ich bin der Meinung, das kann man auch auf andere Branchen übertragen. Bank, Kontoberatung, Kreditberatung, kann ich das auch einsetzen. Ja, und auch da im Hintergrund, diese Slides würde ich jetzt mal kurz ein bisschen schneller machen, aufgrund der Zeit oder auch ein bisschen meine Stimme, merke ich ehrlich gesagt gerade. Was aber wichtig ist, da wird sicherlich immer die Frage kommen, wie schaffen wir es, dass der Chatbot hier oder so eine Clara das macht, was wir auch wirklich wollen. Und wir können dem eben im Hintergrund auch in gewisse Schranken einordnen. Also zum einen können wir ihm sagen, hey, wenn du so Kundendaten bekommst, dann fang die mal an zu sammeln, weil wir wollen ja den Kunden weiter mitnehmen. Ja, wir können ihm dann aber auch sagen, hey, das sind aber Themen, über die sollst du gar nicht reden. Also in diesem Falle war jetzt das Thema Witz, der Chatbot soll keine Witze machen. Und dann sagt man dem das vorher und dann macht er das in der Regel auch nicht. Es gibt sicherlich immer wieder die Cases, wo der Chatbot irgendwie außer Kontrolle gerät. Ja, und für alle die am Wochenende Handelsblatt gelesen haben, da war ein Interview mit mir drin, wo ich über genau das Thema interviewt worden bin. Und ich sage an der Stelle immer, hey, wer von uns hat all seine Mitarbeiter im Zaum oder seine Kundenservice-Mitarbeiter? Das können wir auch nicht alles kontrollieren. Und auch die machen mal Sachen, die wir nicht wollen. Und so ist das eigentlich auch beim Chatbot. Aber wir können auch eben diese Chatbots sehr anonymisiert behandeln. Also ähnlich wie ihr das bei SwissGPT gesehen habt. Wenn wir auf die richtige Technologie setzen, dann können wir das auch wirklich datenschutzkonform einsetzen. Und wir können das sogar mit eigenen Prozessen, mit weiteren Dialogschritten kombinieren. Genau. Das noch so zum Thema Chatbots. Jetzt habe ich euch einen Ausblick noch mitgebracht und da bin ich ganz froh, dass ich das Video zeigen kann. Rabbit, das ist so ein neues Gadget aus den USA. Ich habe es vor 2 Monaten bestellt. Ich habe es leider noch nicht geliefert bekommen. Aber für die, die es interessiert, können sich auch das Video noch mal richtig dann anschauen. Es ist eigentlich so ein zusätzliches Tool, was die ganze Zeit guckt, was ich mache. An dieser Stelle kann ich jetzt mit Rabbit, das sieht dann aus wie mein Handy, meinen Kühlschrank abscannen und sagen, schau, das ist jetzt noch im Kühlschrank. Was soll ich damit kochen? Und dieser Rabbit würde mir sagen, was ich damit kochen kann. Das ist jetzt eine Sache noch ganz witzig. Noch erstaunlicher finde ich, wenn dieser Typ hier seinen Rabbit auf seinen Bildschirm hält und sagt, schau mal, da ist meine Excel-Tabelle. Er macht mir eine weitere Spalte in diese Excel-Tabelle. Und an dieser Stelle ist natürlich dieses kleine Rabbit digital mit meinem Computer verknüpft und kann hier wirklich meine Excel-Tabelle anpassen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie hier die unterschiedlichen Systeme miteinander zusammenarbeiten und natürlich eine gewisse Intelligenz da drin ist. Sicherlich auch noch großes Fehlerpotenzial. Ich finde es eben auch traurig, sie schicken das zuerst an die US-Bürger und dann erst kommt es zu uns nach Europa. Deswegen habe ich es leider noch nicht ausprobieren können. Aber ich glaube, einfach mal so, Zukunft, da wird es hingehen. Es ist nicht einfach nur noch dieses ChatGPT, was wir auf unserem Bildschirm haben. Es werden ganze Devices kreiert werden, die diese künstliche Intelligenz integriert haben. Und die werden auch miteinander zusammenarbeiten. Und das finde ich wirklich so im Hinblick auf Zukunft, wo geht's hin, ist, denke ich mal, das, wo es hingeht. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, die Entwicklungen sind immer schneller und schneller und schneller gegangen. Das heißt, auch das wird wahrscheinlich schneller und schneller da sein, als wir das eigentlich denken. Genau, so viel dazu. Ja, aber schaut euch vielleicht das Video nochmal separat an für die, die es interessiert. Ja, und die letzten Tipps zum Mitnehmen. Ich glaube, AI sollte unser Freund sein und nicht unser Feind. Wir können es für wiederkehrende Aufgaben nutzen. Wir müssen ihn genau nutzen, verstehen, für was wir es nutzen können, für was nicht. Unser Mitdenken, das echt aktive Mitdenken, wird immer bleiben und das sollten wir auch ja uns behalten. Dennoch sollten wir lieber früh mit ChatGPT anfangen oder mit ähnlichen Tools als zu spät. Also die, die es noch nie genutzt haben, ich empfehle euch, nutzt das mal. Ja, und dann bleibt am Ball, lasst uns weiter gemeinsam lernen, aber auch gemeinsam austauschen. Ja, das war es soweit bei meinem Vortrag. Letzter QR-Code, wenn ihr den abscannt, dann solltet ihr meine Slides bekommen. Und ansonsten wird Sandra die sicherlich auch rumschicken. Ich beantworte gerne noch ein paar Fragen. Ich merke, meine Stimme ist gerade wirklich so ein bisschen am Ende. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Aber wenn noch Fragen sind, entweder jetzt oder im Chat oder sonst auch jederzeit voll gerne bei WhatsApp. Vielen lieben Dank, wie gesagt, schon mal bis hierhin. Jetzt scrolle ich mal im Chat kurz zurück, weil wir da noch ein paar Fragen haben. Damit du aber schnell ein Sekündchen hast,
Dich zu entspannen mit der Stimme. Nur ich habe so grinsen müssen für mich, weil du vorher gesagt hast, naja, also hat man immer den Service-Mitarbeitenden oder den, der gerade die E-Mails bearbeitet, so im Griff, weil man sich Sorgen macht, kann das wirklich ein AI-Tool oder eben kann es der Mensch dann nicht doch besser? Wir haben das vor kurzem, habe ich mich wegen einer Sendung beschwert und war dann gewohnt sehr höflich. Und der Sebastian hat dann auch nochmal mit den Jungs geschrieben und am Schluss hat der gute junge Mann dann gesagt, kein Ding, Alter. So, also auch das gibt es dann, so, apropos Kundenkommunikation, das fand ich super, super lustig. Und auch nur noch eine kleine Anekdote am Rande, wir sind Anfang Dezember, wollten wir über München nach Bangkok fliegen und dann war ein bisschen Schnee, aber alles von der Lufthansa in München war down, der ganze Flughafen war down und unser Flug wurde dann zweimal umgebucht, bis wir dann neu buchen mussten. Und zwar war die Telefonnummern gingen überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt und der Chatbot war total überfordert. Also Sophie, ich glaube, bei der Lufthansa hättest du echt richtig gute Chancen, denen mal richtig zu helfen mit ihrem Chatbot. Das Einzige, was ich da noch sagen möchte, wenn ihr wieder mal in einem Chatbot seid und so in der Bredouille, so wie ich Anfang Dezember, wenn man dann eben weiß, ganz viele Menschen greifen gerade auf diesen Chatbot zu, weil alle Flüge gecancelt wurden und Tausende von Menschen jetzt da chatten wollen und das Ding dann regelmäßig zusammenbricht. Was wirklich immer hilft, ist, dass ihr in den Chatbot rein schreibt, ich möchte mit einem Menschen sprechen, I want to talk to a human. Und dann wird man eigentlich ans tatsächliche menschliche Service-Team weitergeleitet. Das ist vielleicht noch so ein netter Tipp am Rande. Ich hoffe, deine Stimme hat sich ein klein wenig erholen können, liebe Sophie, ich habe nämlich eine super spannende Frage unter anderem noch von der Sascha bekommen und die lautet wie folgt: Woher kann man eigentlich erkennen, ob ein Text mit ChatGPT geschrieben wurde? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Nein, das kann man nicht direkt erkennen. Man kann manchmal ChatGPT selber fragen, so nach dem Motto, ist das von dir oder nicht? Es gibt aber keine direkte Lösung, um das zu erkennen. Okay, also da sind wir noch nicht so weit. Das wäre aber wahrscheinlich, das ist etwas, was kommen dürfte, gehe ich mal davon aus, weil wir werden irgendwann Copyright-Diskussionen haben und dann geht es natürlich dann ins Juristische rein und dann irgendwann dürfte sich irgendein Gericht mit dem auseinandersetzen müssen, gehe ich mal davon aus. Dann haben wir noch eine spannende Frage bekommen von der Susi. Kann man auch einen Automatismus erstellen, der Daten ab einer Webseite kopiert und dann in ein Formular einfügt? Fragezeichen. Kann man sicherlich. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Webseite man hat, welche Tools man hat. Also wenn man zum Beispiel die Webseite mit HubSpot macht, dann hat man das Feature automatisch drin. Man kann Sachen mit Make oder Zapier automatisieren. Das ist jetzt so, also ich kann sagen, ja, es geht, aber es gibt zigtausend Möglichkeiten. Darum würde ich da sagen, wenn da wirklich konkret Bedarf besteht, dann schreib mir gerne persönliche Nachricht und dann kann ich mal so ein bisschen fragen, was du aktuell hast, wo du hin willst und wie dein Budget ist. Und dann können wir das gerne anschauen. Super, dann haben wir doch Susis Anfrage auch schon geklärt. Dann haben wir eine anonyme Zuschauerfrage und die lautet wie folgt: Darf man Texte generiert mit GPT verwenden oder wie sind diese Rechte geregelt? Weißt du das? Also es gibt da noch nicht so die eine Ja- oder Nein-Richtlinie, aber schlussendlich, man sollte es schon kennzeichnen, wenn man weitere oder viele Texte oder Vielzahl davon nutzt. Weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass man irgendwann ein rechtliches Problem hat. Ja? Gehe ich einmal davon aus. Aber eben da sind wir. Ja, einmal, es ist eine rechtliche Frage. Es ist sicherlich eine rechtliche Frage, aber auch so ein bisschen eine Frage der Ethik. Wenn ich da so eine KI irgendwas machen lasse, dann sollte ich es doch auch erwähnen, oder? Eigentlich schon, aber wir haben gerade auch, und das erlebe ich jetzt als Chefredakteurin und Publizistin, Verlegerin seit gefühlt 25 Jahren, dass zum Beispiel gekaufte PR nicht gekennzeichnet wird, auch in den Medien, auch in sogenannten Qualitätsmedien nicht. Und wir haben bis heute eigentlich kein sauberes Commitment, weil es keine Sanktionsmaßnahmen gibt. De facto gibt es die, aber naja, wer hält sich dann am Schluss dran? Und dann nimmt man das Ganze dann
Native irgendwas Advertising und schon ist es wieder drin im redaktionellen Topf und dann doch bezahlt, aber eben doch nicht wirklich beschrieben, dass es eigentlich ein gekaufter Beitrag ist. Und wahrscheinlich kommen wir da jetzt in einen ähnlichen Bereich rein, wo wir uns wahrscheinlich noch ein paar Jährchen damit rumschlagen werden, außer es erfindet wieder irgendwer irgendwas, was rausfindet, das, ne? Also da sind wir natürlich schon so an der Stelle, wo einfach sehr viel noch im Fluss ist, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Wir haben noch eine tolle Frage von der Raffaella bekommen. Wie stellst du sicher, Sophie, dass ein Podcast vom Assistenten erstellt wird, inhaltlich stimmt und auch der Vorlage entspricht? Ja, an dieser Stelle stelle ich das gar nicht sicher. Also ich könnte grundsätzlich die Vorlage dann anpassen. Ich sehe das Skript einmal noch geschrieben, bevor ich das bevor ich es öffentlich tue, aber ich sage hier bewusst, hey, das ist eigentlich mein AI-Experiment. Gucken wir mal, was passiert. Okay, die Jasmin fragt noch, wer kann denn eigentlich solche Bots generieren für eine Firma? Das kann man entweder selber machen mit gewissen Self-Service-Tools oder jegliche Tech-Anbieter. Auch da würde ich sagen, schreibt mir eine individuelle Nachricht und dann können wir ein bisschen gucken, was sind eure Bedürfnisse und was kann man machen. Perfekt, Jasmin, also Mail an die hier lang, an die Sophie. Dann haben wir noch Frage im Chat, was kostet ein Chatbot-Entwicklung für einen Online-Shop? Hast du da uns so mal ein bisschen Finger in die Luft, so ein paar Zahlen? Nein, auch da kommt es wirklich sehr stark drauf an, was man braucht und wie auch der Thema Datenschutz ist. Das ist auch immer eine Entscheidung. Also auch da. Aber wo fängt es an, damit wir irgendeine Vorstellung haben? Na, sicherlich bei 10.000. Und nach oben so kein Ende, wie immer. Aber 10.000 genau. Müsste man schon investieren wollen. Yes. Okay. Dann sagt die Doris oder fragt die Doris besser gesagt, was ist das beste Gestaltungstool auch für Bildkreationen? Ich kenne Midjourney. Was empfiehlst du? Ich glaube, auch hier kommt es wieder sehr stark darauf an, was man für einen Anwendungsfall hat. Midjourney ist sicherlich insgesamt sehr gut. Man kann zum Teil auch ChatGPT nutzen. Aber wenn ihr jetzt so Bildgenerierung, wie ihr das gesehen habt, bei der Architekt, also im Architektenbereich, der Immobilienmaklerin, dann gibt es schon wieder spezifische Tools. Also deswegen, ja. Aber Midjourney und auch DALL-E von ChatGPT sind sicherlich so die bekanntesten. Dann habe ich noch von der Andrea eine spannende Frage. Eine KI kann ja auch bewusst falsch beeinflusst werden. Wie schützt man sich da? Oder wie schützen wir uns da? Ja, wir können uns da im Prinzip gar nicht so direkt schützen, weil das ist einfach, wie ihr schon sagt, das kann passieren und da müssen wir uns einfach bewusst drum sein. Okay, ich sehe gerade, dass wir noch Inputs bekommen haben zu der Frage wegen Haftung. Frederik schreibt noch, wie sind die Haftungsfragen, wenn man infolge von einer ChatGPT-Antwort einen Schadenfall produziert hat. Weißt du da, ob es da schon Rechtsprechung gibt zu solchen Themen? Kann man ja schlecht sagen, also der Computer. Es gibt da erste Ideen Richtung Versicherung, dass man sich dafür versichern kann. Aber schlussendlich ist es dann halt schon im Ermessen des Unternehmens. Oder man sollte sich einfach frei davon machen, indem dass man sagt, hey, diese Antwort, die kommt jetzt von der KI, wir übernehmen dafür keine Haftung. Also auch da noch keine wirklich fixen Antworten, logischerweise, weil das alles noch sehr, sehr früh ist. Wir haben noch eine weitere Frage im Chat. Was empfiehlst du, Sophie, bezüglich PowerPoint? Hast du da eine schlaue Alternative? Es gibt so ein Tool, das heißt Chromi.ai, da schreibe ich mal kurz im Chat. Das wäre eine Option. Und was wäre ein gutes Tool, um Musik zu erstellen oder Bilder zu generieren? Fragt die Elisabeth. Also über Bilder haben wir schon gesprochen. Musik kann neuerdings auch ChatGPT und ansonsten muss ich sagen, ich bin nicht im Musikthema drin. Ich bin da nicht, wahrscheinlich bei Musik nicht die ganz richtige Ansprechpartnerin. Okay, dann werden wir bei uns, ich habe ja schließlich einen Ehemann, der Musiker ist, den werde ich doch mal befragen und dann schicke ich euch das nochmal separat per E-Mail in die Runde, wenn wir da was Schlaues gefunden haben, was uns wirklich gefällt und was wir auch schon getestet haben. Machen wir es doch so. Gibt es noch Fragen, ihr Lieben? Falls nicht, würde ich nämlich dann langsam sagen, beschließen wir etwas früher, weil die Sophie auch ein bisschen angeschlagen ist. Ich möchte aber natürlich diesen Abend nicht beschließen ohne ein lustiges Zitat, welches ich herausgefunden habe. Und ich bemühe mich da den Worten von Roger Basler de Roca. Er sagte,
Denken ist wie ChatGPT, nur krasser. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es werden ein paar Fragen jetzt offen geblieben sein, den Mitgliedern von unserem Bargespräche digital und League of Leading Ladies Club und Bargespräche Private Club schicken wir, wie angekündigt, zu Beginn der Stunde die Unterlagen. Und wir hoffen, dass ihr euch mit uns vernetzt auf LinkedIn. Bleibt uns also wohlgesonnen und lasst uns connecten. Wir sind ja bei Ladies Drive ein großer Soul Tribe, eine große Business Sisterhood mit der Vision, uns zu bewegen, euch zu bewegen, miteinander was zu bewegen. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei, auch in Zukunft. In diesem Sinne freue ich mich, an nächster Stelle euch wiederzusehen, vielleicht auch mal wieder offline. Ab April 2024 geht es bei uns dann wieder los mit den Bargesprächen in Zürich. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Und ansonsten bleibt uns wohlgeneigt und a biento. Einen schönen Abend euch allen, egal wo immer ihr zu Hause sein mögt. Baba, tschüss, tschüss. Hey, vielen Dank. Danke, Sophie. Merci.